Lorena Herrera-Rashid hat viel Münchnern, ohne dass die es vielleicht wissen, einen anderen Blick auf ihre Stadt ermöglicht. Und zwar hat sie ein Riesenrad vorgeschlagen als Kunstwerk für das Festival am Wittelsbacher Platz zum 850. Geburtstag der Stadt München. Ich war damals die Kuratorin und ich muss sagen, dieser Vorschlag, so wahnsinnig der war, ein reales Riesenrad irgendwie vor die Siemens Hauptzentrale zu stellen, hat mich erstmal sprachlos gemacht, aber hat mich auch wiederum inspiriert dazu und eigentlich motiviert dazu, das zu ermöglichen. Ich war Kuratorin dieses Programms und habe verschiedene Künstler eingeladen, die einen anderen Blick auf unsere Stadt München lenken. Und tatsächlich ist es dann mir gelungen und uns gemeinsam gelungen, ein Original-Riesenrad irgendwie auf den Wittelsbacher Platz zu stellen und damit eigentlich etwas zu ermöglichen, was nie mehr möglich sein wird. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung mit dieser Künstlerin und hat mich auch wiederum inspiriert für andere. Und ich hoffe, ich kann durch diesen Mut auch zu sagen, wir machen das eigentlich Unmögliche möglich. Das würde ich auch gerne der Stadt München wünschen und vielen Menschen und Frauen weitergeben, das einfach mal zu wagen. Mehr Mut.